so schnell kann man sich einen neuen Weg machen. So, also warte mal. Dankeschön, einmal reparieren, danke. So läuft das, so läuft das. Okay. Auf nach oben heißt es wieder. Sorry, dass ich gerade ein bisschen wie ich geredet habe. Ich muss hier gerade ein bisschen Logistik betreiben in meinem Kopf. Um damit etwas klarzukommen. Und oh, ich habe nicht geguckt, ob da vielleicht von oben etwas noch kommen könnte. Ja, na, kommst du? Dankeschön. So. Läuft. Pumpt mich wieder voll mit allem möglichen Zeugsel. Mir egal, brauchen kann ich es auf jeden Fall. Ich habe sogar noch irgendwo eine Holzkiste gehabt. Und ist die jetzt schon wieder? Nein, ich habe hier wirklich eine Holzkiste. Nehmen wir diese Holzkiste und diese Holzkiste machen wir diesen Plan rein. Dieser Plan bringt uns rein gar nichts. Die haben nur ein Roulette hingebaut, okay. Spricht auch nichts dagegen. Ist schon wieder voll. Das soll jetzt eigentlich nicht sein. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir jetzt auch mal von Anfang nicht mehr. Habe ich eigentlich 100 Kohle? Das verstehe, wer will. Hier. Brauche ich doch gar nicht. Auf jeden Fall. Rohre habe ich noch ein paar übrig. Geschwindigkeitsmodul habe ich übrig. Der hat so gut von mir gebaut werden, auf jeden Fall. Das habe ich noch, das habe ich noch. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Durchüberlegen. Also so, 50 Stück davon. Und packt mich mal wieder voll. Bestimmt brauche ich irgendwelche Stahlwand oder irgendwas brauche ich immer. Danke, danke, danke. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Und wir verbrauchen wieder wesentlich mehr Strom für das ganze Zeugsel. Okay, auf nach unten. Die Roboter wieder beladen. Sie dürfen ihre Sache erledigen. Und wir können uns dran machen, den Zug zu bauen. Ah, Hallöchen. Das ist doch tatsächlich... Autsch, ein Weg dort durch. Autsch. Okay, nicht gerade der sicherste Weg, aber zumindest ein Weg. Das nächste Mal nehme ich wieder das sichere Ende. Mal gucken, haben wir da irgendwo eine Drohne gerade mal parat? Vielleicht eher weniger. Na egal, komm. Fahren wir weiter. Das können wir auch ruhig unten reparieren lassen. Ach, da oben war die Drohne. Ich habe sie gerade links oben im Bildrand noch gesehen. Da im Kupferlager steht's drauf. Hubele. Okay, Leutchen, ich bin wieder da. So, dankeschön. Das schaut bei dir ja relativ gut aus. Das heißt, wir könnten das Eck hier noch vor uns fertig machen. Also wie das Eck. So, wie schaut's denn hier aus? Hauptsache, alles ist verprasselt in irgendeiner Art und Weise. So, Eck ist soweit fertig. Hier fehlt noch ein bisschen was an Mauerstückchen. Beziehungsweise ein bisschen was ist gut. Hier fehlt doch irgendwas. Hab ich denn... Ich habe das, was nach links geht. Ich habe was, was nach unten geht. Was, was nach oben geht. Jetzt habe ich wieder nichts, was nach rechts geht, oder was? Ey, das Ding ist ja in Orientierung so, wie es gerade lustig ist. Komisch. Könnte sich auch um einen kleinen Fehler handeln. Egal, komm. Dann machen wir es halt kurz per Hand. Ist ja auch nicht so, so wild. So. Dann. Die paar Sachen. Das brauchen wir gerade ganz und gar nicht. Okay. Die Scheiße. Wir könnten mal kurz noch die Lok hinsetzen. Hier hin.
Danach einen Waggon hinsetzen. Ich glaube aber, wir könnten, wie ich sagen, ein bisschen mehr nach hinten fahren damit. Und hier muss dann ein Betonklotz hingebaut werden. Nicht damit sie irgendwie versuchen, dann dagegen zu fahren. Das wäre nämlich nicht so gut. Das heißt, eine Fahrstation. Die Richtung. Und eine gerade Strecke komplett mal hier durchziehen. Dankeschön. Jetzt schau mal, es sollen ja 3 Waggons werden. Gerade so, dass es nur reinpasst, hey Heidewitzka. Dankeschön. Puh. So. Russisch Roulette. Wo sind meine Roboterärmchen? Da sind sie. Die sollen dann immer schön hier auspacken. 1, 2. 1, 2. Und reinpacken. Was man natürlich sagt, so. Es war jetzt natürlich klar, dass das nicht passen kann auf Anhieb. Der Roboterport ist leicht im Weg. Leicht ist gut. Machen wir dich hier weg. Setzen wir dich eher hier hin. Könntest nämlich schon mal ein bisschen was produzieren eigentlich. Oder auch nichts. So. Wesentlich besser, geht schon mal nichts verloren. Wir können dich dann noch anschließen hier auf jeden Fall. So. Ist alles verstromt? Läuft. Hier hin. Hier ein Licht. Dorthin und na komm. Und hier oben noch ein Lichtchen. Sonst sehen wir nämlich nicht wirklich viel. Also irgendwie ist dieser Blueprint hier komplett verbuggt. Er dreht sich mal so, wie er möchte. Mal nach links und mal nach rechts. Ah, na gut. Mir soll es jetzt egal sein. Mir soll es jetzt mal egal sein. Später nicht mehr, aber jetzt momentan schon. Was sollte man machen? So, der ist... Geht natürlich nicht. So, mehr als einer muss da eigentlich auch gar nicht sein. Das heißt nämlich, der muss hier so rumlaufen. Der muss hier so rumlaufen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, du kommst rein, du kommst hier raus. Du kommst hier hin. Hier rein, hier raus. Hier kommen... Hier alle rein. Dann könnt ihr mir schon mal ein bisschen mit dem Abfilm beginnen. Puh, so. Hier gibt es wahrscheinlich keine Kohlequellen, die ich mal so spontan anzapfen kann. Ja, doch da hinten, aber die Quelle ist mir ein bisschen zu weit weg. Nee. Dann wird die Lokomotive nicht hier beladen, wenn auf jeden Fall. Puh. Okay. Was wir jetzt noch hier haben, ist eine kleine Strecke hierhin. So, 3. Hier rüber gesetzt. Und nach da oben gesetzt. Perfecto Mondo. Da werden dann immer... Ja, haben wir denn was gerade da? Ah, wir haben sogar ein bisschen was da gerade.
Einmal links, einmal rechts. Das wird automatisch sogar so hingesetzt. Gefällt mir, gefällt mir. Dass wir... Jetzt hat sich die Ausrichtung von dem Ding schon wieder geändert. Das gibt's doch gar nicht. Okay, irgendwie ist ein kleiner Fehler drin. Oder der Blueprint bleibt einfach nicht lange genug da. Das kann nämlich, könnte natürlich auch sein. Das ist im Bereich des Möglichen, aber es ist wirklich nur... der Eil, der sich die ganze Zeit verändert. Ah, Mann. Okay, gut. Ich hab's ja verstanden. Jetzt können Sie wieder alles mitnehmen. Ja, na gut, jetzt haben Sie mir was gegeben. Ich wollte das Ding eigentlich nicht haben, aber na gut. Sei es drum. Mitnehmen, dankeschön. Die Quick Barrels sind schon voll. Oh Gott, okay. Können wir noch zwei Tanks unten hin machen. Hier ist große Lage, denn ich glaube... ja, wobei, es sind gar nicht mal so voll. Auch wenn sie viel pumpen, sind sie nicht unendlich voll. Ja, eins haben wir noch übrig. Okay, das behalten wir auf jeden Fall. Ich brauche hier. Und ein kleines Verbindungsstück, das ich wieder nicht habe. Ah, da kommt nochmal was. Zack, dankeschön. Jetzt können wir noch mehr reinpumpen in das ganze Gedönse. Na, hier ist wieder alles weggebaut. Na gut, na gut. Hier alles reinstopfen, hier alles reinstopfen. Heißt, Laserkanonen sind gerade das A und O, was ich so bräuchte. Na komm, zwei Stück noch. Zack, zack, fertig. Okay. Haben wir noch irgendwelche Mauerstücke gerade da? Ja, ein paar haben wir noch, ein paar haben wir noch. Dann können wir das nämlich ja auch noch gleich dicht machen. Aber da hinten ist, glaube ich, kein Strom mehr. Nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz zumindest. Beziehungsweise könnte man... ah, doch, da könnte man sogar noch was hinbauen. Dankeschön. Warum nicht? Ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber naja, naja. Unser Schaden soll es ja nicht sein, sondern nur der von den Leutchen, die hier wohnen. Dankeschön. Verdammt, sie haben uns gesehen. Okay. Daran kann man aber nichts ändern. So ist das nun mal. Hier. Dem brauche ich ja schon mal gar nichts mehr. Das läuft zu weit, das läuft zu weit. Haben wir noch irgendwo einen Blueprint, der jetzt gerade nach oben ausgerichtet ist mal? Nee, ist nicht, aber zumindest haben wir was für seitlich. Es ist auch gar nicht mal so verkehrt. Oder auch doch. Okay. Er produziert zumindest, wir gehen nach oben. Heißt, wir können uns jetzt... ne, ich hab hier, ich hab hier. Es fehlen einfach nur immer Sachen. Na, ganz toll. Wir begnügen uns mal mit dem Zug. Der Zug, der ins Nirvana führt. Lalalalalala, lalalalalala. Weg damit und weg damit. Euch brauchen wir nämlich alle nicht. Später können wir den Zug auch dann nochmal nutzen, wenn das Erdöl wirklich weniger wird, um noch andere Güter zu transportieren. Aber für den Anfang reicht nochmal der eine Zug aus. Beziehungsweise nachdem die Lager alles so nah dran sind. Oh Gott, habe ich jetzt nichts mehr oder was? Oh Gott. Okay, anscheinend habe ich nicht mal genug Wege dafür. Wirklich. Dankeschön. Es hätte mich jetzt doch ziemlich deprimiert. Okay, der kann ja so stehen bleiben. Es ist ja nicht so verkehrt. Es sieht zwar nicht mega schön aus, aber naja. Besser als gar nichts. So. Der Zug braucht natürlich auch seine eigene Versorgung.
So, dankeschön. Und tschüss hier hinten. Eieiei. Schwer sowas aufzubauen, wenn man die ganze Zeit hin und her fahren muss. Und ich glaube, ich lade ein bisschen was ins Auto ein. Warum eigentlich nicht? Wir fahren jetzt noch 5000 Mal rennen. Machen wir das einfach so. Ich eigentlich auch. Ich komme immer nie drauf, was ins Auto reinzutun, weil ich mich kenne. Und den Bestfall explodiert das Auto einfach. Weil ich. Oh Gott, nicht. Nein, 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 ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh Gott. Das Spiel wird immer so arg pausiert, wenn irgendwas ist. Okay. Unser Roboterstand ist auch ein bisschen niedrig. Was brauchen wir noch? Von dem Zweck eigentlich gerade gar nichts mehr. Wir bräuchten wirklich jede Menge Schienenteile. Das könnten wir eigentlich auch automatisieren, wenn ich jetzt mal so dran denke. Mach mir doch mal genau. Komm, wir haben doch jetzt kurz mal Zeit. Wir führen eine kleine Basisoptimierung durch. Und zwar... wo machen wir das Ganze hin? Stahl, Eisen, Steine. Wisst ihr was? Abbauen. Das da hier. Das braucht hier eh keiner. Dankeschön. Und die Drohnen werden gleich wieder in die Freiheit entlassen, wenn ich sie finden könnte. Eine Drohne. Achso, das waren die. Na gut, komm. Alle mal ins System rein. Wobei. Das war jetzt etwas unklug. Ich könnte euch eigentlich alle gebrauchen. Na komm, 41. Das passt, das passt. Dann sagen wir einfach mal hier hinten. Jetzt haben wir schon eine fertig bisher. Bauen wir dich mal hier hin. Du baust uns... Was braucht man? Die bauen beides genau das gleiche, oder? Schienensteine. Yep. Du baust uns die hin. Das geht nicht. Ich kann keine extra Schienen kaufen. Ach, komm. Okay, Active Provider Chest. Haben wir auch nur eine bisher. Okay. Active Request. Brauchen wir auch noch ein paar Stück bauen. Das heißt, eine Request Chest kommt nochmal hier hin. Dann brauchen wir einen Roboter. Für hier. Und hier. Hier. Und hier. Und was wird schon wieder angegriffen? 200 Turrets in Einsatz. Ach, da unten. Ach gut, das ist egal. Das da unten ist wirklich egal. Was gerade nicht egal ist, ist die Tatsache, dass wir hier nicht mit dem Netzwerk verbunden sind. Gefällt mir ganz und gar nicht so. Hier ist nicht besser. Okay, Active Provider Chest kommt noch hier hin. Das kommt hier hin. Und hier werden die Gebogenen gebaut. Aber nicht so viele. Eine Reihe reicht schon vollkommen aus davon. Wahrscheinlich eher mehr gerade als kurvige, von dem her... Ja, es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht. Stahl? Eisenstangen. Hier bitte immer 50 Steine reinpacken. Dann 50 Stahlbalken. Was ich noch gar nicht habe eigentlich in der Produktion, was mich so ein bisschen schockiert gerade, ist die Produktion von Sticks. Das heißt, Moment, wir machen das kurz mal anders. Wir sagen, die Request Chest kommt, die Provider Chest kommt hier hin. Request hier hin. Und wir machen so rüber, so rüber, so rüber. Hauen dann mal kurz die hier rein. Und das Eis noch mit rein. Das heißt, 50 Stück davon. 50 Stück davon. Und bauen noch mal eine kleine Fabrik hier hin. Wo haben wir sie denn? Ja, da haben wir sie. Hihihihi. So, wer es noch nicht erraten hat, wir werden hier noch mal eine Stickproduktion hinbauen. Und zwar, wenn wir sagen, zum einen mal kommt die hier hin.
man dann hier hin? Das heißt, Active Provider. Dann schauen wir mal. Sollen aber auch nicht so viele sein. Na, komm schon, bau, 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 bau. Ich möchte immerhin noch nach unten kommen. Das heißt, wir brauchen nämlich jede Menge Geraden. Sagen wir, hier sind, sollen wir die auch bekommen. So, mit 50 Stück bin ich wie weit gekommen? So weit, jetzt muss ich mal gucken. 50. Nochmal, nochmal. Ich brauche locker 200 Stück bräuchte ich locker von denen. Aber locker vom Hocker. 50 Stück von den Schrägen ist auch nie verkehrt. Nee. Das finde ich so in Ordnung. Okay. Das heißt, dich hier. Du baust mir Iron Sticks. Und dafür kriegst du jetzt eine Request Chest hier rüber. Also darüber. Damit du auch dein Eisen bekommst. Eisenblatt. Und, Dankeschön. Iron Sticks sind auch schon da. Jetzt heißt es nur noch produzieren. Dankeschön. Und sie teilen sich das Ganze freundlich auf. Funktioniert auf lange Sicht, sollte es doch wesentlich besser funktionieren. Es geht zuerst an die linke Seite, bevor es an die rechte Seite geht. Ja, aber das macht nichts, das macht nichts. Weil das wird ja nicht nach dahin verlagert, beziehungsweise ihr könnt ihr mal nehmen und hier reinpumpen, dann können nämlich beide Seiten ordentlich mal was reinhauen. Der ist es gar nicht mal so verkehrt. Okay, was ich noch gerne hätte ist... Ah ne, da haben wir es ja schon. Einfach mal 100 davon. Kann nie schaden. Was brauchen wir noch alles? Wir haben das, wir haben die Chests, die wir brauchen. Wir können noch zwei davon bauen. Signal brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Wenn ihr habt... Das ist die Frage, habt ihr 100 Stück gerade übrig? Könnt ihr mir ein paar 100 Drohnen schenken? Da wäre ich ein riesen Fan von, aber ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger. Yep, da ist auch so gut wie gar nichts mehr drin. Okay, nee, komm, das passt. Das passt uns schon, das passt uns schon. Am hier durchlaufen, dankeschön. Dafür, dass du uns nicht getötet hast. So, und auf geht's. Ich hab gesagt, Autovollräume, aber brauchen wir gar nicht. Brauchen wir da gar nicht. Halt, Moment, ich muss... Das hier durch. Und ich glaube, irgendwie nach einem bestimmten Zyklus verschwinden die ganzen... Nö, dankeschön. Die ganzen... Gott, ja, komm her. Bevor du 5 Kilometer wieder fliegst. Die ganzen Baupläne immer. Und ich bin nicht so grad so ein Fan, dass die so buggy sind. Kann aber auch wieder sein, muss ich gestehen, dass sie in der neuesten Version behoben wurden. Dazu kommen wir, wie gesagt, erst... wenn ich hier die Infrastruktur etwas verbessert habe, beziehungsweise unseren Verteidigungsring fertig gebaut habe. So, haben wir denn 7 Turrets haben wir dazu bekommen. Das ist nicht wirklich viel. Das ist ganz und gar nicht viel. Na gut, falls was ist. Wir haben hier ja ein paar Dröhnchen drin auf jeden Fall. Müssen wir da gucken, dass da unten noch ein paar Trönchen drin sind. Na, die Beton liegt auf ein paar Reparaturkit. Das passt soweit schon. 50 Stück davon. Kann ich denn hier ein bisschen was abbauen? Eher weniger. Eher weniger. Okay, ich habe noch 2 Sachen zur Produktion. Kann ich den hier reinklatschen? Das geht nicht. War unten noch was frei? Ne, da war ich auch schon gut bedient. Okay, gut.
Das heißt, wir tun oben noch ein paar Barrels reinschmeißen ins System. Dankeschön. Damit der Wagen nämlich gut voll wird. Das heißt, wir müssen unsere Verbindung nach rechts rüber bauen. Kann nicht 100%ig Grad fahren, so wie es ausschaut. Das ist natürlich weniger bis gar nicht gut. Upperle. Moment, das muss ich so machen. So, das schaut doch schon mal gut aus. Na, komm. Komm. Okay, wesentlich besser. Wesentlich besser das Ganze. Wie gesagt, ich könnte das Ganze auch abholzen, aber das bringt mir relativ wenig gerade. Boah, stimmt, da unten ist ja ein Lager von den Mistviechern. Ah, das ist nicht so gut. Ein Lager hier so nah dran zu haben, ist nicht gut. Das Gute ist aber, wenn man... Moment, das muss ich mal kurz wegbauen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Wir jagen unseren Zug auf jeden Fall mal hier vorbei. Damit er von dem Geschützturm mitgeschützt wird. Oh. Entschuldigung. Wollte ich nicht. War so nicht meine Absicht. Und einmal hier durchziehen. Lal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